Slurp! Dies ist keiner der besagten Nachkommen. Nur ein Unruhestifter, der für Aufruhr sorgen will. Vielen Dank. Was in aller Welt? Damit hier. Unser Sinnoh, der Schöpfer des Universums und damit allen Raumes, ist als einzig wahre ehrwürdige Sinnoh. Ha, ihr könntet so viel Raum haben, wie ihr wollt, und ihr wüsstet doch nichts Vernünftiges damit anzufangen. Wenn du der Sache mit Axanto auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Genau so heißt dieses Spiel nämlich. Und wir haben den Auftrag bekommen in der letzten Folge, nach Axanto zu gucken. Axanto ist wohl ein Pokémon, was so ein bisschen schlecht gelaunt ist, könnte man sagen. Gut, wäre ich auch, wenn ich von einem Blitz getroffen worden wäre. So, ich glaube, mit dem kann man doch jetzt hier mal reden, oder? Immer noch nicht. Müsste da nicht langsam... egal, ich greife schon wieder vor. Wonach wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ich wollte raus. Raus wollen wir. Und wir können ja mal kurz gucken, was wir jetzt eigentlich... hier ist falsch. Moment. Wo war denn hier? Wo war denn jetzt hier die Quest und so? Ach hier. Pass auf. Missionsliste. So. Der König des Waldes ist in Rage. Okay. Und Nebenmission, ein niedliches starrer Lili. Wir können eigentlich erstmal noch hier ein paar Nebenquests machen. Zähpilz brauchen wir noch, die frechen Bidisa. Guck mal, das ist doch hier im Ort, ne? Das könnten wir doch machen. Zipurze haben wir, glaube ich, noch nicht vollständig, oder? Müsste ich nachgucken. Und ein perfekter Stein zum Einwecken. Ja, genau, okay, cool. Das haben wir auch schon. Wupp, und raus. Kennst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche mal wieder zu voll ist? Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll dein Schaden nicht sein. Ja, was denn? Was laberst du? Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deiner Tasche verstauen zu können? Wenn du meine Kunst der Aufbewahrung erlernst, wirst du dazu in der Lage sein. Was sagst du? Für nur 4,95 gibt es zwei, egal, hier unterrichte mich. Deine Einstellung gefällt mir. Die Unterweisung kostet 100 Pokédollar. Bist du damit einverstanden? Wie viel haben wir? 7600. Ja, komm. Das machen wir mal kurz. Wir machen eine Item-Art. Wenn du mehr Sachen in deiner Tasche verstauen möchtest, kann ich dich in der nächsten Stufe der Kunst... Nein, hier, das kostet nämlich immer 100 Pokédollar mehr. Und es ist eine Unverschämtheit, muss ich sagen. So, natürlich eine Item-Art, keine Item-Art. Ich weiß, wie man das richtig sagt. Ich weiß das. Obwohl ich damals schon dazu gehört habe, zu der Art, Belger... die früher Item statt Item gesagt haben. So, hier, was hat der denn? Was hat der denn hier? Aras! Du siehst, wie jemand aus der Freude am Basteln hat. Kann ich dich um etwas bitten? Hättest du Zeit, dich an meiner ganz besonderen Anleitung zu versuchen? Sie liegt mir sehr am Herzen und ich würde mich ungemein freuen, wenn sich jemand mal ausprobieren würde. Warum schreit er so? Lange Rede, kurzer Sinn, hier hast du die Anleitung. Danke! Pokémon Kokishi, 3 Stück Holz. Damit lässt sich eine Pokémon Kokishi herstellen. Ich wollte Hisui um mein Kunstobjekt bereichern und hoffe doch sehr, dass du meine Idee verwirklichst. Ich kann es kaum erwarten, was du mir wohl für eine herrliche Kokishi zeigen wirst. Ja, ich zeig dir gleich mal eine richtige Kokishi. Egal! So, das war nicht die Aufgabe, die ich gerade machen wollte. Ich wollte neue Nebenmissionen. Auch noch eine neue Nebenmission. Machen wir kurz hier so ein bisschen Nebenmissionen-Zeug? Ja? Ja? Okay? Ja? Gut, dann gehen wir hier kurz mal auf den Acker. Da war ja wohl noch was. Da hinten. Nee, nicht stehen bleiben. Schneller laufen. Hallo? Hey, vom Forschungstrupp.
Kann ich dir was erzählen? Ich habe etwas Seltsames gesehen. Ich habe im Innerwald nach Gewächsen gesucht, die ich auf dem Feld anbauen kann. Da habe ich gesehen, wie ein Kinoso seine Form geändert hat. Es war in der Dämmerung bei Sonnenuntergang. Kinosos Blüte hat sich geschlossen und es sah nur noch aus wie eine Knospe. Ich war so gerührt davon, die Entwicklung eines Pokémon zu sehen. Als ich aber am nächsten Tag wieder nach Kinoso gesehen habe, stand es wieder in voller Blüte. Warum blüht Kinoso und dann wieder nicht? Ist das, was ich gesehen habe, eine Entwicklung? Bitte zeig mir Kinosos Pokédex-Eintrag, sobald du ihn vervollständigt hast. Idiot, Alter, was machen Blumen wohl tagsüber und abends? Da, genau wie so eine Tulpe gehen die auf und zu. Das ist jetzt nichts Besonderes. Naja. Damals waren die noch nicht so schlau. Was? Habt ihr das gehört? Wer bist du da? Ich hab doch gerade ein Geräusch gehört. Irgendjemand geräuschte hier vor sich hin. So. Du hast noch was. Pokémon derselben Art können angeblich unterschiedlich groß sein. Das hat zumindest der Professor gesagt. Aber das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Sollte es wirklich Barmelinen geben, die größer sind als meines, würde ich mir das gerne mal aus der Nähe ansehen. Sag mal, du bist doch richtig gut im Fang von Pokémon, stimmt's? Falls du einen Barmelin fängst, das größer ist als meines, würdest du es mir dann überlassen? Ich gebe dir dafür auch eine tolle Belohnung. Warte mal, haben wir vielleicht schon einen Barmelin? Das größer ist tatsächlich hier das Level 3 Barmelin, das kann er gerne haben. Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde. Allerdings möchte ich ein noch größeres Barmelin sehen. Es sollte mindestens 0,8 Meter groß sein. Oh. Na, ja, dann müssen wir noch kurz auf Barmelin fangen gehen. Ist ja kein Problem. So, da ist noch eine Quest. Die ist aber ein bisschen weiter weg. Aber wir hatten noch diese Kleinstein-Quest. Moment mal. Nebenmission, bla 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 bla. Bla bla bla. Hier, Pack, das hier. So. Da hinten muss ich hin. Alles klar. Dann können wir die Quest, die wir nämlich hier schon mal haben, können wir dann auch gleich abgeben, ne? Es soll unser Schaden nicht sein. Oh, was ist das für eine Kamera? Hier, würdest du mir deinen Kleinstein überlassen? Ja, nimm hin. Nimm das. Nimm dies. Hier. Unglaublich! Er sieht wirklich wie ein Stein aus und dieses Gewicht einfach perfekt. Besten Dank. Damit wird mein Gemüse sicher köstlich. Kleinstein. Macht doch so, oder? Also man, die Nebenquests lohnen sich schon, ne? Man kriegt da doch ein paar gute, nützliche Sachen davon. So, dann gab es da vorne wohl noch eine Quest. Da gucken wir auch noch schnell hin. Ein Barmelin müssen wir noch fangen, Staralili müssen wir noch fertig machen. Ach, guck mal da. Am Bäumchen. Ja. So, wer bist du denn? Wenn mir ein Pokémon zu nahe kommt, werfe ich ihm einfach eine Sinelbeere hin und verdufte, während es abgelenkt ist. Hey, du machst doch beim Forschungstrupp mit, oder? Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich bald ins Grasland aufbrechen, um dort Glanzsteine zu sammeln. Allerdings habe ich nicht genug Sinelbeeren für solch ein Unterfangen. Kennst du dich mit Sinelbeeren aus? Pokémon kommen wieder etwas zu Kräften, wenn sie eine solche Beere fressen. Deswegen lassen sie sich auch davon ablenken, wenn man ihnen eine hinwirft. Sprich, man braucht einen ordentlichen Vorrat an Sinelbeeren, um wilden Pokémon zu entgehen. Das bringt mich zu dir. Könntest du mir vielleicht beim Sammeln dieser Beeren behilflich sein? Ich denke, 5 Stück sollten genügen. Ja, okay, 5 haben wir doch schon, oder? Hier, bitte. Das ist doch jetzt echt kein Problem. In der Tat. Danke dir. Für jemanden, der vom Himmel gefallen ist, bist du echt total nett. Dann verstaue ich die Beeren mal in meiner Tasche. Deine Mühen sollen nicht umsonst gewesen sein. Ich werde mir bei der Suche nach Glanzsteinen ganz viel Mühe geben. Ach, cool. Und der gibt mir dann... Ach, guck mal. Beleber habe ich auch bekommen. Cool. So, und die nächste Quest war da... Hier war da noch irgendetwas mit den Bidisa. Genau. Wo ist das? Da. Ach, guck mal. Gleich hier vorne.
Du hast bei der Prüfung 3 verschiedene Arten im Pokémon gefangen, oder? Dann würde ich dich gerne bitten, etwas für mich zu untersuchen. Ah, diese frechen Blitzer! Hallo! Wie die da langhoppeln. Ich habe nur kurz nicht hingeschaut, da sind sie glatt an mir vorbei und sind ins Dorf getapst. Ich habe als Wache des Sicherheitstrupps versagt. Was wird Kommandantin Belila nur denken? Schluss jetzt, selbst mit Leif hilft mir auch nicht weiter. Da muss ich eben die Biester einfangen und die Sache wieder richten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn eigenhändig 3 freche Biester fangen? Ich hab's. Diese kleinen Schlingel wiegen sich wohl in Sicherheit, wenn andere Biester in der Nähe sind. Wenn du also einen Biester dabei hast und sie damit ablenkst, nutze ich das aus und schnapp sie mir. Ja, so machen wir es. Das ist ein genialer Plan. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, die 3 frechen Biester einzufangen. Okay. Und die sind wo? Wo sind denn die? Ich habe doch gar keine Ahnung, wo die sind. Auf der Karte sind die nicht, wa? Nee. Haha. Mies. Mies. Warte mal, dann gehen wir erstmal hier durchs Dorf. Ah, die werden ja bestimmt nicht so an auffälligen Plätzen sein, oder? Hier sind doch Biester. Ach, das sind meine, oder? Ach, ah, guck mal. Guck mal. Da haben wir doch schon das erste. Hallo. Guten Tag. Mal kurz recht zugenickt. Ha, geschnappt. Dein Biester und du, ihr habt den Dreh echt raus. Yo. Eins haben wir. Ich hoffe, die sind im Dorf und nicht, dass hier irgendwie eins rausgetapst ist. Das wäre mies. Oh, das wäre richtig mies. Aber ansonsten hier hinten? Oh. Okay, das war einfach. Das ging schnell. Bidi, bidi! Guck mal, das freut sich auch. Das ist schön. Das kommt schnell eingeschnappt. Und mitgenommen. Dein Bidiser und du, ihr habt den Dreh... Oh, wiederholst du dich? Wow. Hatte Game Freak wohl nicht mehr genug Geld für eine zweite... für eine zweite... Line. Weil die zweite Line ist auch immer am teuersten, ne? Naja. So. Wo? Oh, jetzt wird mir schlecht. Ein bisschen zu schnell gedreht. Wo könnte es denn sein? Hier hinten beim Stein... Guck mal, hier hinter vielleicht. Heps. Hier irgendwo. Hier vielleicht. Oder eher hier. Hier nicht. Dort nicht. Da auch nicht. Ah, wo könnte das Vieh sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich spiele so ungern Verstecken. Aber ich hab's gefunden. Boah, zum Glück. Das wäre jetzt wieder richtig nervig gewesen, wenn das hier eine ganze Folge irgendwie hätte gedauert. Dauern hätte können. Naja. So. Dein Bediener und du, ihr habt den Dreh echt raus. Mhm. Ja. Wupp, wupp, wupp. Wir haben es geschafft. Damit wären die 3 frechen Biester eingefangen. Ich werde sie dann mal außerhalb des Dorfes wieder freilassen. Ich kann heute echt nicht reden. Mann, ey. Halt, stopp! Bevor du sie freilässt, nehme ich sie lieber zu mir in den Bautrupp. Was? Aber beim Bautrupp haben sie mit ihren Zähnen doch den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon nun mal. Woher sollen sie denn die Regeln unseres Dorfes kennen? Außerdem zeugt ihre Vorliebe für das Holz unserer Gebäude von gutem Geschmack.
Sie werden allerdings nicht einfach nur hier bleiben, sondern uns auch bei der Arbeit helfen. Durch ihr wiederholtes Eindringen ins Dorf haben sie jede Menge Ausdauer bewiesen. Zusammen mit ihren robusten Zähnen, für die weder Holz noch Stein ein Hindernis darstellt, macht sie das perfekt für den Bauchtrupp. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mit uns arbeiten? Nach harter Arbeit schmeckt das Essen sogar noch besser, glaubt mir. Wie dieser. Das wollte ich hören. Ob die Frechen wie dieser wirklich bei der Arbeit helfen werden? Aber Sasanka ist ja dabei, da brauchen wir uns sicher keine Sorgen zu machen. Damit hat sich die Sache erledigt. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Vielen Dank. Gib mir Zeug. Sonderbonbon. Ja, nicht schlecht. Na, wie ist das Wertebefinden? Der schon wieder. Konntest du meine geheime Kunst des Überraschungsmanövers schon meistern? War ja nicht so schwer. Nun, so oder so habe ich hier ein paar Supertränke für dich. Aufs Haus! Die Arbeit des Forschungstrupps sorgt im Endeffekt ja dafür, dass meine Geschäfte besser laufen. Insofern ist eine Investition in dich auch gleichzeitig eine Investition in mich. Supertränke! Cool! Gut, damit verabschiede ich mich. Die Ruinen der Region rufen meinen Namen. Wallo, wallo. Ganz bestimmt. Haben wir jetzt noch eine Quest hier im... Dings. Staralili brauchen den... Da braucht man den Eintrag von Staralili. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Gucken wir gleich mal nach. Großes Barmelin brauchen wir noch. Ich muss mal gucken, ob ein anderes Barmelin... Aber das will ich eigentlich nicht loswerden. Wir fangen ein anderes. Zähpilz... warte. Klang der Wiese ist Zipurze, Kinoso und Pokémon Kokeshi. Okay, jetzt muss ich kurz in meinen Pokédex gucken. Ach, Staralili ist fertig. Die war hier, ne? Ja. Das war doch die Tante hier hinten, die in Staralili sehen wollte. Du hast den Pokédex-Eintrag von Staralili also tatsächlich vervollständigt? Dann muss ich ihn mir gleich mal durchlesen. Männliche und weibliche Staralili sehen also leicht unterschiedlich aus? Darf ich mal sehen? Oh, das Muster auf der Stirn ist ja je nach Geschlecht unterschiedlich groß. Das ist mir noch nie aufgefallen. Danke, dass du mir den Eintrag gezeigt hast. Jetzt weiß ich schon viel mehr über Staralili. Vielleicht traue ich mich jetzt sogar mal, eines anzufassen. Bitte tu mir den Gefallen und fang ein Staralili für mich. Es gibt auf der ganzen Welt nämlich kein niedlicheres Pokémon als Staralili. Okay. Welches hättest du denn gern? Steht hier irgendwo die Größe dabei? Nee, ne? Aber guck mal, da stehen ja schon... 2, 1, 3? Sind das quasi die Werte schon da? Was ist denn hier bei den anderen... Ha. Ich weiß nicht genau, was die Werte hier bedeuten. Was bedeuten die Werte? Egal, was sind das hier? Level 2, Level 4, Level 3, Level 2, Level 2, Level 2 und Level 3. Kriegst du das hier? Hier, bitteschön. Der drollige Zwirbel an seinem Kopf. Und dazu diese Kulleraugen. Ach, es ist einfach zu süß. Alles an ihm ist so liebenswert. Hallo, Staralili. Willst du es anfassen? Willst du es streicheln? Willst du mal anfassen? Entschuldigung. Nein! Ich betrachte es doch lieber aus sicherer Distanz. Schließlich könnte es jederzeit eine Attacke einsetzen. Nur Leute aus dem Forschungstrupp oder dem Sicherheitstrupp sind mutig genug, sich so nah an die Pokémon heranzuwagen. Aber danke, dass du mir diese süße Staralili gezeigt hast. Ich kenne Leute, die schon beim Anblick eines Pokémon die Flucht ergreifen. Wenn ihr euren Pokédex vervollständigt habt und wir mehr über Pokémon wissen, brauchen wir vielleicht keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Jo, kann gut sein. Danke für die 10 Pokébälle. Gut, ich glaube, jetzt können wir... Ich glaube, jetzt können wir raus, ne? Ah, Zipurze wollte ich noch gucken. Ob wir das schon fertig hätten? Nee. Nee, gerade mal Forschungslevel 4. Gut, dann können wir jetzt erstmal wieder hinaus. Und bevor wir dann quasi zu... Anhöhenbasis, ne?
Bevor wir dann also zu Axanthor gehen, werde ich mal noch gucken, dass wir die anderen kleinen Quests noch schnell abbeschließen. Also irgendwie noch Zippur zu fangen. Ja. Guck mal da hoch. Ich will da hochgehen. Auch Feuerriegel hätte ich gern noch entwickelt in dieser Folge. Das kriegen wir doch bestimmt hin, oder? Sehe ich da Pokémon? Ja, das sind Pokémon. Fange ich noch ein paar Staralili? Wir haben ja Staralili schon auf 10. Also theoretisch brauchen wir es erstmal nicht. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das mit... Achso. Ganz vergessen, wie das hier funktioniert. Ganz vergessen, wie das hier eigentlich funktioniert, das Spiel. Kampf! Walzer! Nicht sehr effektiv. Ist mir aber egal. Wow, scheiße. Ach, Mann. So, dann nehmen wir halt Bammelin. Weil Bammelin einfach vielleicht doch für diesen Kampf besser geeignet ist. Wasserdüse! Bam! Kaputt! Sehr gut gemacht. Ah, guck mal, Panikon kann sich ja entwickeln. Ist zwar nicht die Entwicklung, die ich eigentlich haben wollte, aber... Naja, warum denn nicht? Rüber. Okay, zulassen. Dein Panikon hat sich zu einem Pudox entwickelt. Schon wieder eine neue Attacke. So, ich gucke mir mal Attacken verwalten an. Was gibt's denn da jetzt? Das sind die vier Attacken, die er zurzeit hat, ne? Konfusion, Giftschachtel, Tackle und Eisenabwehr. Ja. Cool. Oh. Da hinten leuchtet was. Ach so, Glanzsteine sind da noch. Kommt man hier hoch? Kommt man hier hoch? Kommt man hier hoch? Ja. Nee, kommt da nicht. Egal. Ah, bleibst du wohl drin? Oh, Alter, das ist ja ein riesen Parasek. Warte mal. So. Aber sag mal, ist das ein... Ist das eins dieser Alpha-Pokémon? Ja, Mann! Oh, okay. Okay, pass auf. Das machen wir ganz anders. Wir brauchen einen Trank für Feuerriegel. Feuerriegel ist dann natürlich im Vorteil. Ey, das hole ich mir. Warte. Erstmal Kleinstein fertig machen. Oh, aber das wird jetzt interessant. Na komm, hier machen wir noch fertig. Bam! Geh kaputt. Kleinstein können wir uns aber auch noch holen, ne, damit die noch stärker werden. Da unten sind auch noch kleine Paras. Ich schiebe ja auch gleich Paras, Alter. So. Oh, schon voll was abbekommen. Level 30. Scheiße. Ah. Oh, das... Hat der eine... Ach, Staralili wäre... Ach, Kacke, das wird doch wieder nichts. Putsch, du Trottel, ey. Aeroas! Sehr gut. Pilzspore. Nix gut. Komm schon, du schaffst es. Nur so weit, dass ich es fangen kann.
Kaka. Welches Pokémon wäre noch gut? Wahrscheinlich muss ich jetzt Shinux nehmen. Oh, ob ich das irgendwie... Na, ein normaler Pokéball wird absolut nicht reichen, ey. Scheiße, sag ich doch. Ansonsten müsste ich gucken, dass ich irgendwie noch ein schnelles Pokémon hätte. Oder Beleber noch einsetzen bei Starra Lily oder so. Oh, was ich mir ja aber auch zutraue. So ein Quatsch, wirklich jetzt. Vielleicht erstmal Defensivkraft erhöhen. Okay, Pokéball werfen. Es ist so klar. Wird noch wütender. Scheiße. Was mache ich denn hier? So ein Quatsch. Das war doch von Anfang an klar, dass das nichts wird. So, okay, Ruckzucki. Scheiße, auch Hilfer tot machen. Los, mach ihn kaputt! Es bringt nichts! Nein! Oh Gott, ey. Nein, nicht Pokémon. Vielleicht Items. Hatte ich nicht Beleber? Doch, da. Okay, der muss Vollriegel irgendwie wahrscheinlich versuchen, das Parasect kaputt zu machen. Das hat sich alles wieder normalisiert. Alles klar. Hätten wir noch irgendwie ein Pokémon. Dieser wäre noch übrig. Dieser wird aber nicht reichen. Einzige, was ich jetzt schaffen kann, ist, wenn ich eine... ich kann Glut noch nicht als Tempotechnik. Alles klar. Musste ich jetzt machen. Boah! Attacke gemeistert. Und Entwicklung möglich! Wir haben es geschafft. Das, was ich schaffen wollte, haben wir geschafft. Glückwunsch, dein Vollriegel hat sich zu einem Igelava entwickelt. Yay! Cool. Geilo! Aber jetzt haben wir leider nicht, was haben wir denn hier? Ein Schwertling. Wie viel haben die hier eigentlich noch von, Breath of the Wild geklaut? Gab's da nicht auch so Schwertlinge? Diese Pilze? Sind noch mehr... pass mal auf. Wir fangen uns jetzt hier noch. Der scheint wohl ein bisschen wütend zu sein. Aber kein Problem. Ab. Kaputt. Ich hätte es eigentlich gerne so gefangen. Meine Tasche ist voll. Ja, alles klar. Glaube ich zwar nicht. Ich hab schon... lass mich. Ich wollte dich doch nur fangen, Mensch. Mist. Die sind alle voll wütend, Mann. Warum sind die denn so wütend? Der auch. Okay. Wir sind hier nicht, nicht gern gesehen, wie es aussieht. Und noch die Purze. Vielleicht nehmen wir das aber noch mit. Da in dem Baum scheint noch was zu sein. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen
Warte, vielleicht können wir auch so zurück einfach. Ja, okay, das geht. Oh, das ist gut. So, dann gehen wir jetzt kurz schlafen. Regenerieren unsere Pokémon. Und dann war es das, glaube ich, auch erstmal für diese Folge. War schon wieder lang genug. Mensch, was haben wir nicht alles erlebt, ne? Das war auch richtig knapp mit dem Parasect gerade. Puh, okay, davon müssen wir uns erstmal erholen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Dort, dann heißt es, Butch macht noch ein paar Nebenmissionen. Und dann nähern wir uns auch langsam, aber sicher Axanthor. Bis dahin sage ich erstmal, vielen Dank fürs Reinschalten. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn euch das gefallen hat. Kommentiert auch fleißig. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.